Wer kennt dieses Gerät hier? Das hier ist ein Anhänger-Testgerät. Man ist ja verpflichtet zu einer Abfahrtskontrolle, das heißt zu prüfen, ob die Beleuchtung auch optimal funktioniert. Beim Blinker ist es einfach, aber beim Bremslicht hört es dann natürlich auf, weil du kannst nicht bremsen und gleichzeitig schnell rausrennen und gucken. Es sei denn, du hast eine Beifahrerin oder einen Beifahrer oder einen diversen Beifahrer. Und das hier ist ein sogenanntes Anhängerprüfgerät, womit du nicht nur den Anhänger prüfen kannst, sondern natürlich auch das Zugfahrzeug. Ganz viele Vermietungen haben noch die großen alten Kästen und ich glaube, jeder, der das Ding sieht, der stellt auf jeden Fall um, was im Lieferumfang enthalten. So. Und wir haben hier eine Seite für den Trailer und eine Seite für das Auto. So, stecken wir das mal in die Trailerseite rein. Ganz wichtig, habt ihr noch den alten Anschluss, dann solltet ihr euch einen Adapter bereithalten oder mit ranstecken. So, jetzt können wir das hier reinstecken und einfach mal drücken. So, wir drücken den Knopf an der Seite. Wir sehen auf jeden Fall, dass der Stecker nicht mehr ganz so okay ist, wenn wir den wackeln. Wir haben einmal Blinker links, Blinker rechts, Nebelschlussleuchte, Bremse und Rückfahrlicht. Alles leuchtet. Ein großes Problem ist bei so einem Anhänger, du benutzt ihn nicht jeden Tag und dann ja, korrodiert innen drin irgendwas an den Lämpchen oder sonst irgendwas. Meistens sind die nicht mal durchgebrannt. Und dann sieht man das auf jeden Fall sofort, ohne unterwegs böse Überraschungen zu haben. Stell dir vor, du bremst und der Hintermann kriegt das gar nicht mit. So, wir haben dann nochmal die Fahrzeugseite. Ganz wichtig, hier darf man diesen Knopf nicht drücken. Das würde vielleicht die Elektronik drinne stören, aber auf jeden Fall diesen Knopf nicht drücken. Das ist nur für den Anhänger. So, das Ganze einmal reinstecken. So, wir sehen, hier blitzt schon was auf. Das heißt, da ist immer ein bisschen Strom auf der Leitung. Machen wir mal den Motor an. Alles blinkt, also funktioniert's. Es kostet nicht viel, trägt enorm viel zur Sicherheit bei, passt überall rein und sorgt auf jeden Fall dafür, ja, dass du immer sicher unterwegs bist. Ist auch ein schönes Geschenk für Fahranfänger, finde ich, weil die, wenn sie einen Führerschein machen und einen Anhängerführerschein machen, können sowas auf jeden Fall gut gebrauchen und sparen sich unter Umständen jede Menge Ärger, Scherereien und Geld. Denn bist du in der Probezeit, so ein Anhänger, der macht immer irgendwie Ärger. So viel zum Thema. Das war's, euer Onkel Kramer. Ich finde das Ding mega geil. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Lasst ein Abo da, drückt Daumen nach oben. Ciao.